Willkommen zurück bei Morbid Reports. In der heutigen Folge möchte ich euch mal ein paar meiner größeren Dioramen zeigen. Maßstab 1 zu 6. Die Dioramen mache ich eigentlich nicht mehr. Also sie sind schon einige Jahre alt. Aber ich zeige euch jetzt mal, was ich damals zu der Zeit eben in den größeren Maßstäben alles gemacht habe. Hier hinter mir könnt ihr schon sehen. Einmal Ripley mit Powerloader. Also es ist wirklich Maßstab 1 zu 6. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was das für ein riesiges Diorama ist. Angelehnt an die Szene, wo das Hangartor aufgeht und die Ripley eben rauskommt, um den Kampf mit der Alien Queen aufzunehmen. Hier daneben seht ihr noch passend dazu die Alien Queen in Maßstab 1 zu 6. Auch ein Riesenteil, ungefähr 80 cm hoch. Wer sich ein bisschen mit Alien-Modellen auskennt, das ist eine vergrößerte Version von der Helkien Alien Queen, die es damals als Modellbausatz Anfang der 90er gab. Und die hat so ein Typ aus Hongkong, Sky Wong hieß der, hat die modelliert. Die gibt es allerdings auch schon seit Jahren nicht mehr zu kaufen. Ist aber auch ein schönes Ding. Habe ich auch eine Bodenplatte, eine kleine dafür modelliert. Mit ein paar Hot Toys Alien Eiern. Dummerweise sehen die nicht aus wie die Originalen. Im zweiten Alien Teil aus heutiger Sicht würde ich die komplett ummodellieren. Damals habe ich es aber nicht gemacht. Fragt mich aber bitte nicht warum. Aber wenn ich es jetzt nochmal machen würde, würde ich die auf alle Fälle komplett neu modellieren. Beziehungsweise eben nur die Eier als Grundgerüst verwenden. Und die Oberflächenstruktur komplett neu modellieren. Ja, hier unten haben wir auch nochmal ein riesen 1 zu 6 Diorama. Das ist fast einen Meter lang. Ist angelehnt an den Kampf im Alien-Nest, wo sie eben zum ersten Mal eindringen und herausfinden, dass die Aliens da ein Nest gebaut haben, in dem sie diese Kolonisten eingesponnen haben. Das sind auch Hot Toys-Figuren. Ich fing damals an, Hot Toys-Figuren zu sammeln und zu dem Zeitpunkt hat fast niemand im Maßstab 1 zu 6 Dioramen gebaut für diese Figuren. Da war ich einer der Ersten in Deutschland und da habe ich dann wirklich die ersten Jahre nur 1 zu 6 Dioramen gebaut. Aber das geht euch dann irgendwann auf den Zeiger, weil es halt einfach extrem viel Zeit verschlingt. Das könnt ihr euch ja vorstellen, diese riesen Dinger zu füllen. Und dann, wenn man dann auch noch Sachen modelliert, wie in dem Fall, habe ich ja eben diesen Eingang in dieses Nest modelliert. Ich zeige es euch mal nochmal von hinten. Meine damaligen Fähigkeiten waren jetzt noch nicht so ausgereift, wie sie jetzt sind. Hier habe ich wirklich noch mit Pappmaché zum Teil gearbeitet, auf das ich dann nochmal von Hand drauf modelliert habe, was man dann hier sehen kann, mit diesen Öffnungen hier. Ich nenne das immer Herzgefäße. Die kommen ja in diesen Alien-Nestern immer wieder vor. Ja, und ihr braucht natürlich auch wirklich extrem viel Farbe für solche riesen Dioramen. Die Aliens Warrior von Hot Toys, die waren damals noch sehr comichaft, also nicht wirklich movie-akkurat, wie das heute der Fall ist. Waren dafür aber natürlich auch um einiges günstiger, wie die Figuren heute sind. Hier ist sogar ein kleiner Soundchip drin.
eben die Musik, wo sie dann konfrontiert werden und dann die Ripley mit dem APC in dieses Nest fährt, um die Verbleibenden zu retten. Ja, hier ist der Drake. Smart Gun Gunner Drake. Maßstab 1 zu 6. Inzwischen schweineteuer, die Figuren. Hier Vasquez. Sehen halt nur sehr spielzeugmäßig aus. Im Vergleich dazu, wie die Figuren von Hot Toys heute aussehen. Wie gesagt, waren aber auch wirklich billiger. Also die Figuren haben um die 130 Euro gekostet, als die rauskamen. Inzwischen legt er ja für die Teile, was weiß ich, 500 Euro oder so hin. Also für die alten, oder für die neuen, wo rauskommen, die kosten inzwischen auch an die 280, 270 Euro. Ja, damals habe ich hier noch wirklich einfache Styrodurplatten verwendet, wo so ein geprägtes Gitter drauf war. Würde ich heutzutage auch nicht mehr machen. Damals habe ich das noch getan, weil ich da eben gerade erst anfing, die Dioramen zu bauen. Hier seht ihr so einen Haufen Schrott. Das ist eben das. Ihr müsst, wenn ihr die Rahmen füllen wollt, dann müsst ihr euch wirklich was einfallen lassen, was ihr da alles reinmacht, dass das nicht zu leer aussieht, das Diorama. In der Größe. Hier zum Beispiel ganz einfache Schrankbodenlüftungen in der Wand. Würde ich heute ja auf keinen Fall mehr so umsetzen. So, das war mein zweites Diorama überhaupt, was ich gebaut habe. Fürs Dog Alien. An eine Szene aus Alien 3 angelehnt, wo sie das Dog Alien durch die Korridore bzw. Tunnel durchjagen. Es sind eben diese Sachen, die einfach noch nicht so extrem detailliert waren. Es ist eigentlich, wenn ihr sowas macht, ihr merkt ja von Mal zu Mal einen Fortschritt. Und viele Sachen würdet ihr dann beim zweiten, dritten, vierten Mal, fünften Mal eben nicht mehr so machen, wie ihr sie am Anfang gemacht habt. Und damals war es echt schwer, weil es eben da, wie gesagt, in Deutschland noch nicht so viele Leute gab, fast gar keine, die sowas gemacht haben. Und man musste sich das halt wirklich selber erarbeiten. Hier zum Beispiel, so, das ist wirklich, habe ich damals ganz simpel alles mit so Stromkabeln und so Plastik. Das ist von so einem Spritzgussbausatz, von so einem normalen, diese Gitter praktisch, wo die Teile drin hängen. Das habe ich da einfach so ausgeschnitten und da so wie so eine Art, ja, was auch immer, soll halt was Elektronisches darstellen. Ich glaube, so im Nachhinein betrachtet wäre es auch cool, wenn ich da eine Tür hinten rein gemacht hätte, anstatt es offen zu lassen. Was ich allerdings heutzutage noch immer so mache, sind diese Rohre. Da verwende ich nur immer die gleichen Sachen dafür. Viele andere Sachen mache ich längst anders. Das Dog Alien gefällt mir nach wie vor sehr gut. Also da haben sie damals schon einen guten Job geliefert bei Hot Toys. Einige haben da Probleme mit dieser Gummihaut. Bei mir ist das aber wirklich alles in gutem Zustand. Gehört schon zu meinen Lieblingsfiguren von den alten Hot Toys Sachen. So, jetzt hier oben auch noch mal so ein Mega-Diorama. Hier seht ihr den Kampf von Predalien und Wolf Predator, an AVPR angelehnt. Es ist praktisch die letzte Minute, wo das Dach von dem Gebäude schon auseinanderfliegt und der Predator und das Predalien gerade aufeinander zuspringen, während um sie herum alles explodiert. Hier seht ihr noch ein paar Alien Warrior Köpfe, die getötet wurden.
Der Wolf hat mir damals persönlich sehr gut gefallen. Das Predalien war nie einer meiner Lieblingscharaktere. Ich habe es damals allerdings relativ günstig bekommen und hatte eben auch Bock auf ein Diorama. Das ist hier die Battle Damaged Version. Das ist eine spezielle Auflage gewesen. Ich zeige euch mal hier oben kurz den Karton. Das war so eine Sammleredition von Hot Toys. Gab es relativ wenige davon. Wie viele genau, weiß ich nicht mehr. Und da ist eine japanische DVD von AVPR R mit drinnen in dieser Box und eben das Predalien. So, und weiter unten habe ich auch noch zwei Predator-Dioramen im Maßstab 1 zu 6. Auch die sind schon recht groß, an die 60 cm hoch. Das hier ist so ein bisschen an die Endszene aus Predator 2 im Predator-Raumschiff angelehnt. Eine Hommage an die Trophy Wall. So, ich muss es nur mal sagen, falls ihr euch wundert, was da immer so komisch knackt im Hintergrund, das ist meine Lederjacke. Und das waren gerade die Eisenketten, die an meiner Hose hängen. Hier auch noch alles sehr simpel gehalten, diese ganzen Sachen hier. Also man kann noch erkennen, was ich damals zweckentfremdet habe. Zum Beispiel sind es hier abgeschnittene Kabelbinder. Würde ich heute alles nicht mehr so machen. Das ist übrigens der Lost Predator. Ja, und daneben haben wir hier noch den Snake Predator. In einem Diorama. Ich habe leider keine zusätzliche Beleuchtung gerade im Moment zur Hand. Deswegen wird es ein bisschen dunkel jetzt. Hier hatte ich damals gerade mit versucht, Alterungseffekte mit Airbrush zu machen. Mache ich schon lange nicht mehr. Damals habe ich das gerade angefangen und habe mich dann hier ein bisschen ausgetobt, wie man sehen kann. Heutzutage mache ich das ja alles mit transparenten Lasurfarben. Was hier cool ist, ist dieses Fake-Fell an der Figur. Hier oben gibt es noch Totenschädel, aber man sieht es leider überhaupt nicht, merke ich gerade, durch das schlechte Licht. Ja, und ich habe sogar noch ein weiteres, das gibt es aber schon in einem anderen Video, ich zeige es euch trotzdem nochmal kurz. Auch 1 zu 6. Predator 2 diesmal auf dem Dach. Wie ihr seht, war ich mal eine Zeit lang sehr angetan von den ganzen Hot Toys Sachen. Hat sich dann allerdings wieder gelegt bei mir. Ich habe hier auch noch in der Vitrine aus Predators die drei Bösewichter: Berserker, Falconeer, der klassische. Der Gute sozusagen, der Menschenfreund. Der hat eine coole Base,
Die finde ich wirklich geil, die wo bei dem dabei war. Hat hier auch eine LED drinnen, also das leuchtet auf, dieses Hologramm. Ja, und hier der Tracker mit Predator-Hund. Die waren auch noch sehr cool, die Figuren. Den Nolan habe ich mir damals nicht geholt, weil mich der total gelangweilt hat, dieser menschliche Charakter. Aber die Predators fand ich eigentlich noch ganz gut. Man hätte aus dem Film mal wirklich mehr rausholen können. Ich wollte dafür eigentlich immer ein Diorama bauen, es kam aber nie dazu. Und jetzt habe ich irgendwie nicht mehr so die Begeisterung dafür. Das war damals eben, wo der Film rauskam, wollte ich dieses Predator Camp nachstellen mit den ganzen gehäuteten Tieren, Lebewesen, diese Knochen überall. Und wollte eben auch diesen guten Predator dann an diesen Pfeil, an diesen Marterpfahl, wo der gefesselt war. Das wollte ich eben so nachstellen und eben die drei Bösewichte. Aber wie gesagt, das kam nie dazu. Jetzt zeige ich euch, hier oben sind noch die ganzen Hot Toys Schachtel. Predator 2 City Hunter, Dallas und Kane. Das klassische Giga Alien. Predalien, was ich euch gerade schon gezeigt habe, in der Collectors, in der limitierten Version. Und, Moment. Stock Alien. Früher hatten die nur diese geilen Hologramm Schachteln, die ich sehr cool fand. Ja, und hier haben wir nochmal zweimal Predator, das zeige ich euch nachher nochmal kurz von der anderen Seite. Und jetzt, wenn wir weitergehen, haben wir hier die Verpackung vom Wolf Predator. Hier der Alien Warrior mit dieser geilen Hologrammverpackung, die fand ich sehr cool damals, weil das dem Ganzen nochmal so ein bisschen seinen speziellen und edlen Look verpasst hat. Hier die riesen Schachtel vom Powerloader, extrem geil. Also wenn ihr den mal irgendwo findet, den Powerloader zu noch einem vernünftigen Preis, dann holt euch den. Der ist echt cool. Das einzigste Problem bei dem ist, dass bei den meisten die hinten die Ansätze gebrochen sind von den Schläuchen, von den Hydraulikschläuchen. Ja, und hier haben wir nun mal Vasquez, Drake, Hudson und Epone aus der ersten Alien-Serie, alle in dieser Hologramm-Schachtel. Ich versuche es euch nochmal kurz von hier zu zeigen, wenn ich es drauf kriege. Ja. Die haben mir wirklich sehr gut gefallen, die Verpackungen. So, jetzt gehen wir nochmal ein Stück weiter. Ich zeige euch von hier nochmal kurz einmal der Shadow Predator und der Lost Predator. Ja, Leute, dann sage ich danke fürs Zuschauen und schaltet wieder ein bei der nächsten Folge von Morbid Reports. Bis dahin, macht's gut und tschüss.